Hallo, ich habe mal bei Instagram gesehen, wie eine Künstlerin eine Jeansjacke mit einem Disney-Motiv oder auch mit anderen Motiven von T-Shirts verschönert hat. Und das wollte ich auch ausprobieren. Und wie ich das Ganze umgesetzt habe, das seht ihr in diesem Video. Dazu habe ich einfach eine Jeansjacke genommen, die ich schon zu Hause hatte. Das hier war mal eine von H&M. Und dieses T-Shirt habe ich mir sogar extra Secondhand gekauft, da ich unbedingt ein Ariel haben wollte und das Motiv gefiel mir sehr gut. Ja, und hier seht ihr schon mal, wie das Ganze dann am Ende aussieht. Es ist wirklich super einfach und trotzdem super schön geworden und ich zeige euch jetzt, wie es geht. Dazu braucht ihr erstmal als allererstes ein Vlies, was von beiden Seiten bebügelbar ist. Und das hier ist Flisofix Bonderweb und das habe ich online gekauft. Da dieses Vlies ein Trägerpapier hat, ist es ganz wichtig, dass ihr euch nicht nur eine Stoffschere, sondern auch eine Papierschere bereitlegt. Dann eben besagtes Vlies, das T-Shirt und dann natürlich noch die Jeansjacke dazu. Und das T-Shirt legt ihr euch dann einmal vernünftig mit der Vorderseite nach oben hin und schneidet dann erstmal grob das Motiv aus. Also lasst erstmal ruhig noch ein bisschen Rand drumherum, den könnt ihr später noch wegschneiden, wenn das Vlies dann drauf gebügelt ist. Und dann breitet ihr euch das Vlies einmal ein bisschen weiter aus und guckt eben, dass ihr ungefähr die gleiche Größe nochmal von dem Vlies zuschneidet. Damit euch das Ganze später nicht am Bügelbrett festklebt, solltet ihr darauf achten, dass das Vlies minimal kleiner ist als das Stück Stoff, was ihr gerade ausgeschnitten habt. Wenn ihr das dann grob ausgeschnitten habt, geht es erstmal ans Bügeln. Das macht so rum mehr Sinn, denn wenn ihr beides schon ganz genau zuschneidet, müsst ihr es auch ganz genau aufeinanderlegen, damit ihr nicht aus Versehen irgendwie die Vliesfolie so ein bisschen drüber bügelt und das Ganze am Bügeleisen festklebt. Da das Motiv auch ein Gummidruck, würde ich jetzt mal so sagen, ist, macht es auch Sinn, das Ganze nicht zu viel Hitze auszusetzen. Deswegen habe ich mir jetzt hier einfach ein Geschirrtuch dazu genommen. Dann dauert das Bügeln ein bisschen länger, weil es natürlich durch mehr Stoff durchgehen muss, die Hitze. Aber am Ende wird sich die etwas längere Zeit lohnen. Wenn ihr das Ganze dann fertig aufgebügelt habt, dann habt ihr ja immer noch das Trägerpapier auf der einen Seite und das müsst ihr jetzt eben nach und nach vorsichtig abziehen. Guckt auch, dass ihr nicht zu doll dran zieht, sondern lieber vorsichtig an den Kanten erstmal entlang, dass ihr nicht das aufgebügelte Vlies dann direkt wieder abzieht. Das wäre sonst schade. Im nächsten Schritt nehmt ihr euch dann eure Jeansjacke und legt sie möglichst glatt auf das Bügelbrett. Und dann nehmt ihr das Teil vom T-Shirt, also das Motiv, was ihr ja eben schon bebügelt habt, und legt es so rauf, dass das am besten genau raufpasst. Also bei der Jeansjacke habt ihr ja hinten die Nähte, die so ein bisschen das hintere Teil abgrenzen. Und bei mir war das jetzt zum Beispiel so, dass das da ziemlich genau drauf gepasst hat. Nur die Schrift oben, das I am Mermaid, das hat nicht ganz gepasst und das habe ich dann eben auf den ganz oberen Teil über die Naht dann noch drauf gebügelt. Ja, und so legt ihr euch das dann nach und nach richtig genau eben hin. Und das Motiv hat jetzt natürlich eben so ein bisschen diesen Gummidruck. Also der ist natürlich ein bisschen empfindlich gegenüber Nadeln, aber ich habe mich trotzdem dafür entschieden, das erst einmal rundherum festzustecken, sodass ich die Nadeln innerhalb des Motivs habe und dass ich dann eben am Ende außen drumherum genau das abschneiden kann, was ich dann halt eben nicht mehr brauche, was überschüssig ist. Und ich habe auch ein bisschen vom Motiv weggeschnitten, damit es eben genau mit der Naht sozusagen abschließt. Aber das müsst ihr dann eben je nach Motiv natürlich schauen, wie das bei euch am besten passt. Ja, und je genauer ihr seid und arbeitet, desto besser wird das Ergebnis natürlich am Ende. Und deswegen justiert die Nadeln lieber noch einmal mehr ein bisschen hin und her und schiebt das Ganze ein bisschen zurecht, sodass ihr wirklich alles sauber abschneidet und sich das wirklich am Ende gut in die Form der Nähte der Jeansjacke einpasst. Ich habe mich nämlich am Ende so ein kleines bisschen verschnitten, konnte das dann aber am Ende dadurch, dass es stretchig ist und der Stretch auch ein bisschen zumindest noch geblieben ist durch die aufgebügelte Folie, dann wieder ausjustieren.
Und ja, am Ende schneidet ihr dann quasi an allen vier Kanten natürlich das Ganze ab und dann passt sich das wunderbar auf die Rückseite eurer Jeansjacke ein. Ja, und dann geht's auch wieder ans Bügeln, denn Bügeln ist bei diesem Projekt die halbe Miete. Und da ihr jetzt direkt auf dem Motiv bügelt, also das oben liegt, müsst ihr euch auf jeden Fall irgendwas drüber legen, also zum Beispiel ein Geschirrtuch. Und dann fangt ihr am besten an, erstmal in der Mitte zu bügeln, also da, wo nicht die Nadeln sind, damit ihr schon mal das ein bisschen fixiert habt. Und dann könnt ihr halt nach und nach auch die Nadeln rausziehen, ohne die halt zu beschädigen. Aber am besten ist natürlich, ihr nehmt euch sowieso zum Beispiel Glaskopfnadeln, die können dann eben auch nicht schmelzen beim Bügeln. Ja, und so arbeitet ihr euch dann vor. Ist natürlich ein bisschen schwierig, weil durch das Geschirrtuch muss die Hitze auch erstmal durchkommen. Deswegen wird es ein bisschen dauern, bis ihr am Ende wirklich alles fixiert habt und jede Ecke und Kante wirklich fest sitzt. Ja, und mit dem Bügeln ist es dann auch schon fast getan. Überprüft dann einfach nochmal, ob wirklich alles ganz fest gebügelt ist und auch wirklich sich alles gut einpasst, und dann könnt ihr mit dem guten Stück auch schon an die Nähmaschine gehen. Und das könnte einfacher nicht sein, denn ihr müsst eigentlich nur am Rand entlang nähen. Noch ein kleiner Tipp, bevor ihr mit dem eigentlichen Nähen startet, setzt am besten den Reißverschlussfuß ein, denn die Nähte der Jeansjacke sind ja relativ dick und mit dem normalen Füßchen würdet ihr den Fuß etwas schräg haben und so lässt sich das viel leichter entlang der Naht nähen. Und dann stellt euch am besten eine geeignete Stichlänge ein und näht einfach mit einem Geradstich entlang der Kante einmal rundherum. Ja, und wenn ihr dann wie ich noch so ein extra Teil des Motivs habt, was nicht in die Mitte der Jeansjacke gepasst habt, dann müsst ihr das natürlich auch noch rundherum festnähen. Und dann seid ihr auch schon fertig. Ja, und so sieht das Endergebnis dann noch frisch auf dem Nähtisch aus. Ja, und so sieht eure upgecycelte Jeansjacke mit eurem Wunschmotiv dann fertig aus und ist bereit ausgeführt zu werden. Ja, dann vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, das Video und auch das Ergebnis hat euch gefallen. Und wenn ihr mögt, dann schaut auch hier gerne nochmal in ein anderes Video von mir rein, in dem ich euch zeige, wie ihr ein passendes Frühlings- oder Sommerkleid näht. Und schaut auch gerne in meinem Kanal vorbei und abonniert ihn. Und dort findet ihr noch ganz viele andere Videos zum Thema Nähen und DIY. Ich freue mich auf euch. Bis bald.